Ja, grüß euch, hi, servus. Ich habe euch ja versprochen, mit meinen aktuellen mittelfristigen Investments im Aktienbereich euch immer wieder mal auf dem Laufenden zu halten, also immer mal wieder kurzfristigere Updates zu geben, um sozusagen hier das Ganze auch meine Gedankengänge nachzuvollziehen zu können, eventuell, wenn ihr daran Interesse habt oder auch nicht. Und es geht eben einfach darum, sich auch natürlich auf YouTube grundsätzlich auch auszutauschen. Das heißt, ihr seid natürlich herzlich willkommen in die Kommentare. Eure Meinung und alles reinzuschreiben. Das ist sozusagen mein primär Ziel, hier eine Kommunikation stattfinden zu lassen, einen Austausch, ja, zwischen Leuten, die nicht unbedingt sich gegenseitig ständig was verkaufen wollen, in erster Linie. Und in zweiter Linie ist es sind meine Videos auf gar keinen Fall irgendwie dazu gedacht, dass wir einfach irgendwas nachahmen oder plappern oder einfach was nachbauen soll, blind, sondern einfach nur dieser Austausch stattfindet, weil besonders in den letzten 2 Jahren auch im Homeoffice einfach ziemlich langweilig und einfältig eigentlich geworden ist. Obwohl man den ganzen Tag mit Leuten spricht, letztendlich über Teams-Meetings, ist es nicht das Gleiche, wie wenn ich jetzt irgendwo im Büro bin, nach Hause fahren muss und so weiter. Das heißt, es ist sehr viel ja, bestimmt 1, 2 Stunden Zeit übrig am Tag, wo ich letztendlich dann diese Videos hier mache. Also, und ja, also bei Vale ist es ja so, dass wir gesagt haben, wir fangen hier, ich bin ja hier irgendwie oben rein. Ich hatte Vale einfach nicht auf dem Radar, muss ich ganz ehrlich so sagen, habe ich irgendwo dann aufgeschnappt. Es gibt ja tausende von Aktien. Und die sind natürlich mit dieser, das ist eine brasilianisches, ja, wahrscheinlich auch ein Umweltverpester, aber das weiß ich. Also, ich habe gestern wieder so einen Dokumentarfilm gesehen, das heißt Dirty Money, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Gibt es die zweite Staffel und dort in der zweiten Staffel Netflix Dirty Money gibt es die dritte Serie, glaube ich, von der zweiten Staffel, das heißt Dirty Gold Money. Also, wenn du dir das angeschaut hast, und das ist natürlich eine Dokumentation, das sind alles Begebenheiten, ja? Das sind keine Fairy Tales, dann vergeht's dir echt mit Gold. Also, ich liebe auch Gold als solches. Ich meine, wer liebt nicht Gold, ja, aber also wenn du das angeschaut hast, da vergeht's dir echt. Das ist also wirklich, da wird sozusagen, also Drogengelder werden quasi über Gold, über illegale Goldschürfungen, also wirklich hoch ungesund für Mensch und Tier und Pflanze und Umwelt, werden dann Drogengelder gewaschen und wiederum aufgekauft, von teilweise in Billionenhöhe von der US Mint, und anderen Institutionen, über illegale Raffinerien, mit anderen Worten von der quasi vom Staat, ne? Höchste Instanz des Staates, also die Zentralbank und so weiter. Also das, was da alles beschrieben wird, da fliegt er echt. Also ich meine, ich bin mir natürlich bewusst, dass es in der Welt permanent ganz, ganz viel krumme Geschäfte gibt. Also massiv, wahrscheinlich mehr denn je in der Menschheitsgeschichte. Aber also dass das einfach da so läuft und keiner wirklich was dagegen macht, obwohl man es eigentlich weiß. Einfach nur, weil man basierend auf der Goldgier, ja, aus Peru kommt es da und so weiter. Also schaut euch das mal selber an, diese Netflix-Serie. Also wenn ihr die schon gesehen habt und eure eine Meinung dazu habt, würde mich echt interessieren, da eine Diskussion auch aufzubauen. Ihr könnt auch gerne zu eurem Kanal verlinken, dann können wir die Diskussion auch dort führen. Mir ist es egal. Auf jeden Fall. Also das sind schon Sachen, das ist echt. Es geht ja nicht darum, dass man illegal Gold schürft und um die Umwelt verschmutzt, ja, weil man unbedingt viel Gold will jetzt aktuell, weil man es einfach an der Industrie braucht und eventuell auch noch, weil man so viel Geld druckt oder was auch immer für Gründe. Sondern es geht darum, dass man weiß, de facto weiß, dass letztendlich, also Drogengelder, dadurch gewaschen werden. Also das ist fatalst, also wirklich fatalst. Also, na egal. Also es geht hier jetzt mal um diese brasilianische Firma und wo ich ja gesagt habe, ich bin so hier um die 14 Euro, habe ich ein bisschen nachgekauft, weil ich natürlich hier 30% im Minus war.
Dann habe ich 15% ungefähr an Dividende ausgeschüttet bekommen. Das war echt nicht schlecht. Also ich habe hier eine kleine Position, so ungefähr. Die war hier bei 14, war die ungefähr 1800 Euro noch wert. Ja, Dollar. 1800 Dollar wert und ich habe irgendwie Netto-Dividende bekommen von knapp 200 Dollar. Also abzüglich der Zinsen, der Steuer. Also 200 Dollar Dividende auf nicht mal zweite, also auf 1800 Dollar quasi Aktienwert. Das sind schon massive Dividenden. Also das wird wahrscheinlich auch nicht ewig so sein. Aber wir steigen hier natürlich nach oben, weil wir natürlich diese ganzen wahrscheinlich auch charttechnischen Widerstände hatten und so weiter. Und natürlich, weil ich dieses Video gemacht hatte und gepostet, haben sich das natürlich große Investoren angeschaut und dann entsprechend reagiert. Ha, Scherz am Rande. Ja, es scheint also soweit meine Dinge aufzugehen, diese Trade, also meine Strategie sozusagen, dass wir hier sozusagen zumindest ein Bounceback sehen von dieser Basis hier. Und dann kann man natürlich sagen, mal schauen, wo die 200-Tageslinie hier ist. Das würde mich jetzt gerade auch mal interessieren, wo wir da stehen. Okay. Wir sind also unter der 200-Tageslinie. Das ist natürlich ein sehr schlechtes Zeichen. Aber gut. Diese Grafik hier ist natürlich auch ein bisschen ungenau, muss man ganz ehrlich sagen. Das kann natürlich so bedeuten, dass wir hier jetzt quasi nicht unbedingt die neue Hochs ansteuern. Deswegen bin ich da auch mit dem Investment insgesamt ein bisschen vorsichtig. Also ich habe jetzt quasi die Position ein bisschen verdoppelt, mehr oder weniger so. Also quasi. Ja, ich glaube 4.000 Dollar oder so ist jetzt gerade wert. Also dass wir hier also so steil bergauf steigen und dann neu hoch sehen. Es kann natürlich auch sein, dass viele jetzt das Ganze nur charttechnisch traden und wenn das hier sozusagen die 200-Tageslinie ist, dass die Leute quasi das nur traden, bis die 200-Tageslinie sozusagen erreicht ist von unten, ja, und sagen wir, dann ihre 10, 15% Gewinn haben und dann wieder rausgehen. Ja? Also das wird die ganzen 30% bis zum Hoch wieder zurücklaufen. Steht natürlich in den Sternen, kann niemand wissen. Mich würde es natürlich freuen, weil ich dann insgesamt wieder im Plus bin, logischerweise 10 bis 15%. Wenn wir nur bis zur 200-Tageslinie laufen, dann bin ich mehr oder weniger plus minus null. Also wenn ich die Dividende noch mit reinrechne, dann bin ich auch schon im Plus. Und so gesehen habe ich die Position wahrscheinlich mittelfristig dann auf jeden Fall gerettet. Aber ich finde ganz ehrlich, also dieser ganze Rohstoffboom wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen andauern. Also ich sehe auch letztendlich die globale Nachfrage nach diesen Edelmetallen und wie Nickel und Kobalt und so weiter für die Elektromobilität. Für verschiedene Energieformen und die jetzt da kommen, auch Solartechnik und so weiter. Silber eigentlich auch, aber Silber wird halt einfach auch extremst. Also ich würde kein Edelmetall sozusagen aktuell alleine für sich traden, sondern eher so Firmen wie so marktdominierende Firmen, die sozusagen absolut an der Spitze sind, die so einen Markt in einem bestimmten Land beherrschen, so wie die Wale zum Beispiel in Brasilien. Ich glaube, in Brasilien kommt niemand an Wale vorbei, soweit ich das verstanden habe. Und sie so ein bisschen regionalen Burggraben haben. Ja, solche Firmen, so mit kleineren Firmen und so weiter, das ist alles zu viel Zockerei, und viel zu viel Ungewissheit. Also dieses ganze Refining und auch das ganze, was Metalle betrifft, wie ich es auch jetzt gerade jetzt nochmal gestern erleben durfte in der Dokumentation, das ganze Refining, aber auch dieses ganze Bergbau, Minen und so weiter, das ist schon ein ultra dubioses, sagen wir mal, Bereich, Branche, Geschäft oder wie man das auch immer nennen mag. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da vielleicht mehr illegale, von dem man gar nichts weiß, also illegale Förderungspunkte gibt in manchen Ländern als wie legale. Ja. Und dass das Ganze einfach über diese ganzen korrupten Kanäle, die, also Südamerika, ich meine,
Das ist ja genauso wie Afrika und diese Länder, wo einfach diese ganzen Vorkommen sind. Ich glaube, da ist Russland noch am geordnetsten, ja, also mitunter. Und Australien und so weiter, ne? Das ist wahrscheinlich etwas geordneter. Aber viele Vorkommen sind halt einfach in so Ländern, wo kein Mensch wirklich einen Durchblick hat, ne? Also, oder wo man sogar weiß, was da passiert, aber nichts tut, weil man einfach jedes Gramm Gold, jedes Gramm Kobalt und Nickel oder was auch immer, oder Lithium einfach benötigt. Es gibt ja auch so Abkommen über die Bundesregierung, ja, wo man ganz stolz drauf ist. Und letztendlich, wenn man da mal ein bisschen näher hinschaut, geht es darum, halt irgendwo den fetten Raubbau zu machen. In irgendeinem Land in Südamerika, ja, wenn es um Lithium oder irgendwas geht. Ja. Und hier wird es dann verkauft als den super genialen Deal für Elektromobilität und als riesiger Beitrag zum Klimawandel. Ja. Und um dieses Lithium zu gewinnen, wird dann irgendwo in Südamerika ein fetter Regenwald ein Stück abgeholzt oder was, ja, davon redet dann kein Mensch, ja. Also da ist schon extremst viel Heuchelei auch dabei mit diesem ganzen Klimagerede und ganz viel Business wie immer, das ist klar. Also Geld regiert die Welt und nichts anderes, ja. Und klar, es gibt natürlich in einem Land sagen wir mal, mehr gesetzliche Ordnung, so gesehen ja gesetzliche Ordnung, als wie vielleicht in anderen Ländern. Also da gibt es natürlich Unterschiede zwischen den Ländern, logischerweise. Also wir hier in Deutschland sind relativ geordnet noch, ja. Es bleibt noch eine Weile. Auch hier gibt es viele krumme Dinger. Man sieht einfach nur auch Bundesland, ne? Also in Bayern, ich sage mal wieder, Bayern, da ist einfach noch wahrscheinlich noch eins der besten, ja. Stuttgart, Baden-Württemberg und so, ne? Also das sind so die besten Bundesländer, die wir haben. In Nordrhein-Westfalen, ja, geht schon los. Hamburg, punktuell auch noch okay und so. Aber wenn wir mal Berlin sehen, also Berlin, ich glaube, dass die Hälfte von Berlin wahrscheinlich gar nicht unter deutscher Kontrolle ist. Ja? Also sind wir mal ganz ehrlich. Ja? Also kann man sich alles mal irgendwie so ein paar YouTube-Videos reinziehen, was da alles so abgeht. Ja, okay. Eigentlich wollte ich jetzt zu Wahlen. Ja, gut. Okay, schauen wir einfach, was daraus wird. Ich bin soweit mit der Entwicklung ganz zufrieden. Und geil wäre es natürlich, wenn das so ein langfristiger Aufwärtstrend ist und so, ne, dass wir so sagen, okay, das Ganze geht hier nochmal mit neuen Hochs und so weiter. Ich meine, wir waren hier irgendwann mal auf 17,20 Euro oder so, das war 2008, also quasi vor der Finanzkrise. Ja, also wenn wir das uns mal so anschauen, ist es so eines dieser typischen, ja, so ähnlich wie bei der Gasbrom, ja, also so vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren oder so, da hatten wir mal dieses eine Hoch, ja, so dieses typische oder ähnlich auch wie beim Silberpreis oder so, ne, und ein Jahrzehnt lang seitwärts mehr oder weniger, ja, also man könnte jetzt hier so eine Durchschnittslinie ziehen, ja, die irgendwo bei 10 Euro ist oder sowas, ja, also hat mit Tech-Aktien, so wie die laufen oder gelaufen sind, oder mit so steil Trend von links unten nach rechts oben über 20 Jahre, haben diese Aktien, diese Branche natürlich nichts zu tun. Ja. Dafür kriegt man halt eventuell mehr Dividende und man sollte vielleicht aus allen Welten vielleicht ein, zwei Aktien oder drei haben oder so. Na, so ein bisschen diversifizieren schadet nichts. Zu viel diversifizieren, gibt es so einen Spruch. Wer viel diversifiziert, will nur verstecken, dass er keine Ahnung hat. Ne? Das ist natürlich auch ein Stück Wahrheit mit dabei. Also, sonst gewesen ist es für diesen Update. Wale läuft soweit okay. Ich hoffe, dass es kein kurzer Bomber war oder so, kurz ein bisschen ab und dann wieder runterstürzt. Glaube ich jetzt nicht. Ich müsste mich jetzt auch noch ein bisschen einlesen, wie es der Wale aktuell so geht und was da so abläuft. Aber ich glaube nicht, dass man da zu viele Insights im Internet findet bei solchen Firmen. Da läuft also ganz viel intern und also ja, man kann sich die Bilanzen durchlesen oder sonstiges, aber naja, bis zum nächsten Mal.